der Eiring. Ne? Ich bin seit einem Jahr in Shanghai. Ich bin eigentlich in Begleitung meines Mannes hierher gekommen, der nach Shanghai versetzt worden ist für 3 Jahre. Und das erste Jahr habe ich mich um das Haus gekümmert und die Kinder, dass das alles in die richtige Bahn kommt. Und seit 3 Monaten ungefähr arbeite ich wieder Vollzeit in Shanghai. Also, was mir in Shanghai ganz besonders gut gefällt, ist, dass dass man sehr gut shoppen kann in Shanghai. Dass in Shanghai gut gibt es 2 Arten von Menschen. Da gibt es Menschen, die sehr, sehr freundlich sind. Und es gibt auf der anderen Seite auch Menschen, die halt weniger freundlich sind. Aber was einem immer wieder passiert ist, die geben sich wirklich viel Mühe. Auch die freuen sich sehr, wenn man ein paar Worte Chinesisch rausdrückt. Was ich an Shanghai auch toll finde, man kann ganz viel entdecken. Es ist unglaublich vielseitig, es wird einem nie langweilig. Womit man kämpfen muss, ist, man muss sich daran gewöhnen, dass man einfach die Türen vor der Nase zugeknallt bekommt. Man muss sich daran gewöhnen, dass die Busse einfach übervoll sind, dass man sich auf Zeitungsgröße zusammenfalten muss. Man darf keine Fahrräder mit in die Metro nehmen. Also im Straßenverkehr muss man unglaublich aufpassen. Man muss einfach überall hingucken, weil Rot ist die Farbe des Glücks hier in China. Und glücklich ist man, wenn man fährt. Also eigentlich fühle ich mich hier in Shanghai sehr wohl. So viel mehr Entwicklung hier in Shanghai ist möglicherweise gar nicht nötig, weil die Menschen hier in Shanghai, die bewegen sich sehr schnell, die bewegen sich mit der Zeit. Die Menschen sind junge Menschen und Shanghai an sich, ja, also manchmal denkt man einfach, die könnten ein bisschen mehr auf ihre Umwelt achten, die könnten ein bisschen weniger Sachen wegschmeißen, ein bisschen weniger Tofu braten, weil das riecht furchtbar. Der erste Friseurbesuch in Shanghai war ein Erlebnis. Weil man versucht also erstmal ganz klar zu machen, was man gerne möchte. Wenn man dann klar gemacht hat, was man möchte, bekommt man die Haare erstmal bei trockenem Kopf gewaschen. Mit einer Massage an Schultern, Armen und so weiter. Da kommen immer 2 junge Damen, die machen das sehr, sehr nett. Und nachher gibt es dann das Shampoo aus der Flasche auf den Kopf und dann denkt man, dann hat man da oben so einen Bömmel hängen mit den Haaren. Ja, das kann ja nicht wahr sein. Und man kommt dann danach gewaschen, gebügelt und geföhnt wieder raus, aber nicht immer so, wie man wirklich möchte. Aber glücklich, ist okay. Auf jeden Fall sollte man sich ein Fahrrad besorgen, auch wenn es gefährlich ist. Man muss sich an den Straßenverkehr gewöhnen, man muss einfach immer konzentriert sein. Man sollte sich eine gute Kamera mitnehmen, man sollte mit dem Fahrrad einfach hinfahren, wo man kann. Dann lernt man Menschen kennen, die einen Bruchteil des Gehaltes verdienen, was in Deutschland verdient wird oder in Frankreich oder in Spanien, in Italien. Und diese Menschen stellen sich hin und lächeln trotzdem und sind froh. Dann gibt es einfach Sachen, die sind sehenswert. Auf der einen Seite hat man kleine Ruinen, so klitzekleine Hutzelhäuschen, eine Frau, die wohnt im Pappkarton. Und auf der anderen Seite hat man einfach die Wolkenkratzer, die nur aus Glas, Beton und Metall bestehen. Und sowas sieht man nur, wenn man mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist. Das kann ich jedem nur empfehlen.